Das war gerade ein Erschrecken. Das klang wie ein bekifftes Eichhörnchen, was irgendwie vor sich hinkichert. Ja, Das war doch kein Erschrecken. Ich habe mich gedacht, da hat sich irgendwie jemand in meinen Discord reingehackt und lacht mich gerade, keine Ahnung, lacht mir gerade ins Ohr oder so. Was war denn das bitte? So, für George Boss habe ich mit meinem Team 2,26 Sekunden gebraucht und damit nach dem ersten. Was? Was? Ich verstehe gar nichts. George Boss? Redest du von Pokémon? Ach so, okay. Oh, was ist das denn hier? So ein kleiner Wachturm? Das wäre aber auch eine geile Base gewesen. Ah, fehlt mir bloß so ein bisschen die Bedachung, muss ich sagen. Auch für eine Starterbase? Sieht das eigentlich auch ziemlich cool aus. Juvenile Correction Center, also quasi hier. Wie heißt das? Jugendhaftanstalt, oder? Nennt man das so? Jugendhaftanstalt? Da werden die kleinen Kinder verprügelt, die nicht ordentlich hören wollen. Ja. Oh, habe ich vergessen, Pfeile mitzunehmen? Das ist nicht so smart. Der gerade einfach durchgeflogen? Ich verstehe die Pfeile in diesem Spiel manchmal nicht. Ich ziele schon extra auf Center Mass, ne? Also auf Körpermitte. Weil ich es beim Kopf noch verstehen würde, wenn es da mal vorbeifliegt. Aber wenn man direkt auf dem Torso drauf knallt, der kann doch nicht daneben gehen. Also ja, es ist eine Jugendvollzugsanstalt. Oh, ich bereue es gerade so ein bisschen, dass wir nicht das als Base genommen haben. Theoretisch können wir ja noch umbauen. Ist ja noch nicht viel drin. Aber das Ding hat leider keinen Fuhrpark. Ne? Also man müsste das Auto dann vorne abstellen, nicht in der Garage. Und ich habe doch noch Skillpunkte. Fällt mir gerade ein. Gibt es hier eine Möglichkeit, ein Auto ordentlich abstellen? Warum? Ah, das Tor ist auch kaputt. Nee, das ist blöd. Theoretisch, wenn man hier eine große Tür reinbaut mit Automatik, könnte man ein Auto reinfahren. Nee, aber jetzt, nee, das Tor ist kaputt. Jetzt will ich das Haus nicht mehr. Gut, wir klären das mal. Nee, wir brauchen es gar nicht zu klären. Wir müssen bloß die Vorräte finden. Wir müssen bloß die Vorräte finden. Und die sind 30 Meter in die Richtung. Mitte durch? Oder drumherum gehen? Ist alles verschlossen.
Mal gucken, wer schneller ist. Das habe ich gesehen. Ich glaube, das kannst du gerade gar nicht machen, oder? Weil ich in der Quest bin? Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube doch, erschrecken kannst du da sogar in der Quest machen. Glaube ich. Sonst wäre es ja ausgegraut. Es ist aber nicht ausgegraut, es ist bloß rot. Was ist hier los? Warum schweben hier überall Wasserhähne rum? Aha. Und wir haben den Tornister schon gefunden. Ist es gerade heller geworden in dem Raum? Ist das gerade einfach nur durch den Questabschluss heller geworden? Was ist denn das? Es ist also absichtlich während einer Quest dunkler gemacht. Frechheit, oder? Und alle Türen sind verschlossen, naja. Mir egal. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Von oben oder was? Ha, die Schweine. Jetzt richtig hoch. Gibt es hier eine Truhe? Ja, von hier ist er runtergesprungen. Aber mehr ist hier auch nicht, oder was? Schade. Nee, so weit traue ich mich noch nicht zu springen. Wir müssen dann auch demnächst anfangen, wieder Athletik zu leveln, damit wir dann eben solche Sprünge machen können. Und dann auch im Schnellen einfach mal hier rüberspringen können und sowas. Also Parcours. Parcours heißt es, glaube ich, ne? Du musst Geschicklichkeit leveln und dann Parcours. Ist halt ein super Quality of Life Skill. Gerade um schnell von A nach B zu kommen oder mal schnell irgendwie abzuhauen, über einen Zaun zu springen oder sonst was. Oder von einem Haus runter.
Ja, aber ist doch schön, oder? Erste Quest und schon direkt ein neues POI gehabt. So gefällt mir das. Der hatte schon recht, Herr Kufo, dass wir, als wir damals schon zusammengespielt hatten, vor ein paar Monaten, haben wir quasi schon alle POIs gesehen. Es wurde langweilig, ne? Hast immer wieder bloß die gleichen Quests gemacht. Was mir aber noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man bei der Questauswahl gleich sehen könnte, wie der POI heißt. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Dass ich dann quasi die Quest danach wähle, ob ich den Ort schon kenne oder nicht. Weißt du? Es steht immer bloß da, wie weit es entfernt ist. Und nicht, wo es stattfindet. Das finde ich, könnte man in einem zukünftigen Update vielleicht noch verändern. Waren das gerade zwei verschiedene Dialoge, die da stattgefunden haben? Der hat mich gerade zum einen dumm angemacht und zum anderen hat er mich willkommen geheißt. Willkommen ge gehießen? Was war das? Okay. Ich nehme mal den Taschenmod. Weil meine Tragekapazität noch komplett beschissen ist. Was gibt's denn ja sonst noch so schöne Sachen? Bücher, ne? Eigentlich müsste man die ganze Zeit diese Bücher kaufen. Ich glaube, wir finden schon noch genug von denen. Wasserfilter. Ja, Tausammler. Oh, viel zu teuer. Viel zu teuer. Steinbolzen für Armbrüste. Nee, Armbrüste haben wir nicht. Steinpfeil. Lohnt sich das, die Dinger? Ja gut, wir haben noch Federnmangel, ne? Am Anfang. Ich hole mir mal ein paar. Okay. Nägel. Dann gehen wir mal zur Base zurück und bauen ein paar Kisten auf ja, organisieren und sowas, ne? Wir haben noch eine Aufgabe mit. Bei, nee, Quatsch, organisieren in der Base können wir dann bei Nacht. Das können wir bei Nacht machen. Hey Jerk, you need some more word of advice. Next time, bathe before you come to a job. Ich bringe jetzt erstmal das Zeug zurück und dann machen wir direkt die nächste Quest.